So, da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Ballett of the Blue Dragon Part 19. Ich bin natürlich faul gewesen. Und, Und bin so blöd und renne in einen Skorpion rein. Sind ja auch klein, die kann man mal, was sehen. Nein, kann man nicht. Ich weiß auch nicht, was das jetzt für eine Aktion von mir war, dass ich tatsächlich in einen Skorpion reingerannt bin. Naja. Nein, ich bin jetzt nicht nach draußen gerannt, großartig in irgendwelche Levelzonen. Ich habe mir gedacht, eigentlich funktioniert es ja im Großen und Ganzen. Die Kämpfe dauern halt nur irrsinnig lange. Was eigentlich mir sagen sollte, ey, geh trainieren, aber nein. Die Kämpfe dauern ja auch nur deswegen irrsinnig lange, weil sie auf hart gestellt sind. Naja, das und die Zustandsveränderung der ganzen Mist hier, die nerven ziemlich. Aber, naja, das ist ein RPG, was soll ich sagen? RPGs sind dafür da, also nicht um zu nerven, aber um Statusveränderungen zu haben, die dann tatsächlich nerven. Dafür sind sie tatsächlich da. So. Jetzt ist die Sache, ich möchte diesen Krebs zu diesen netten Geist hier locken, ja, so, genau, danke. Und ich werde alles auf diesen... Ich hoffe, es ist nur einer. Gut. Auf diesen Scheißgeist werfen. Alles, was ich habe. Denn wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass diese Geister irrsinnig viel HP haben. Und dann auch noch irrsinnig wehtun können. Das sind so Sachen wie Schwert des Lanzes... Zwei ist schon sehr, sehr gut. Dass mich die Krabben angreifen, ist komplett egal. Er braucht halt, ich glaube, drei Treffer auf einen Geist, der nicht verteidigt. Auf einen Geist, auf eine Krabbe, die nicht verteidigt. Und die kann er gerne haben, aber danach sollte er tot sein. Das ist das Ziel von dem Ganzen jetzt gerade hier. Deswegen kein Problem, wenn ich in dem Sinne überlade oder lange lade. Ziel ist halt nur, dass der Geist danach tot ist. Ja, ich habe Angst vor dem Ding. Mehr damit. Ich habe auch so viel Geld, dass es mir kackegal ist, ob ich Sachen neu kaufen muss. Es geht mir tatsächlich einfach nur darum, dass dieser Geist sterben muss. Spätestens nach seinem dritten Schlag gegen die Krabbe. Oder im besten Fall erst nach dem dritten Schlag gegen die Krabbe. Aber, upsa. Das war jetzt der falsche Gegner. Aha. Geschützt durch Glanz. Geschützt gegen Glanz, so rum. Gut, das ist ein zweiter Schlag gegen Le Krabbe. Okay, das gibt mir tatsächlich noch mehr Zeit, da die Krabbe sich jetzt in den Verteidigungsmodus gezogen hat, wenn sie längere Zeit nichts machen, aber das war's dann. Da ist tatsächlich gut. Alles andere ist egal, da kann ich so langsam oder schwach angreifen, wie ich will, aber das davor ist nicht gut. Aha. Ich weiß immer noch nicht, was es oder wodurch es bewirkt wird, dass die Krabbe hinfällt. Aber sie tut's. So. Da der Geist jetzt weg ist, haben wir Zugriff auf diesen Teil des Gebirges, in dem wir noch nicht waren. Schön daran zu sehen, dass hier irgendwelche Truhen wieder rumstehen. Die Kackschlangen, die nicht gegen mich kämpfen wollen. Ist immer faszinierend. Die Gegner sind neu und kämpfen trotzdem nicht gegen mich. Naja. Schon sagen, irgendwas beschützt das Ding noch garantiert. Achso, ihr gehört alle zusammen. Du bleibst stehen, verstehe. Bleibt mir auch wieder nichts anderes übrig. Ihr habt ja beim letzten Mal schon gesehen, diese Massenkämpfe hier. Ist ja total schön und so, aber da wird mir tatsächlich dann mehr geklaut, als ich zurückholen kann. Dafür sind die Gegner in der Theorie zu schnell. Praktisch gesehen könnte ich natürlich für jeden, der die Klasse hat, jeden zum Henker machen.
Aber das ist eine Klasse, die nicht jeder freigeschaltet hat. Von daher macht das auch wieder nur bedingt viel Sinn. Naja. Das war schon wieder zu viel eigentlich. Ja, es ist schon... ist ein toller Kampf. Auf jeden Fall. Na, ja, mit etwas Glück hätte sie ihn ja vielleicht betäubt oder so, aber auch das wieder nicht. Was soll's? Ich hätte aber gehofft, dass er umgehen wird. Hey Sarah, ich weiß nicht, was sie jetzt alles geklaut haben. Wie viel sie klauen durften. Es ist schön, dass ich den großen Saphir wenigstens zurück habe, aber... das ist nicht meine Gegnerart. So viele von denen. Das Positive ist zwar, ja, sie müssen erstmal was klauen. Das ist richtig. Aber das machen sie ja auch relativ zügig. Also, tot besiegt. Ich habe ihn tot besiegt. Ja. Nein, nicht mein starker Knoblauch. Ja, solche Sachen, ne? Lebenskraft. Das ist schon wieder hart. Das ist etwas, wo ich dann sage, das muss jetzt aber nicht sein. Interessiert die nicht. Ich weiß, die klauen es trotzdem weiterhin, aber... muss doch alles nicht sein. Aber irgendwie hatte ich gehofft, dass der Wind halt weiter funktioniert. Naja, toll. Nee, Schuh macht jetzt mal einfach gar nichts. Du kannst dein Schwert aufladen, ja. Du kannst von mir aus alles aufladen, ja. Genau, weil jetzt... ich habe prinzipiell darauf gewartet, dass er abhaut, weil dann kommt die nächste Reihe wieder dran, die ich gleich vernichten muss. Wie man ja sieht. Und darauf hatte ich spekuliert, damit ich hier möglichst stark Angriff direkt reinhauen kann. Einzige Problem ist, ich kann ja wieder nicht zielen. Also ob meine Leute jetzt den oder den komischen Geister angreifen, das weiß ich natürlich wieder nicht. Aber die Idee dahinter ist ganz gut. Naja, ein unwichtiger Geist, den er umgeknüpft hat. Aber er ist tot. Natürlich der andere unwichtige Geist. Aber auch der ist tot. Und der Boost in magische Angriffskraft bringt so ziemlich gar nichts. Aber er ist tot. Oder so ähnlich. Naja, jetzt macht es keinen Sinn mehr, Glanz einzusetzen. Ein antikes Fossil wiederbekommen. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist, aber ich habe es wieder. Das ist gut. Wow. Also diese Unmenge an Geisterbanditen gefällt mir nicht. Ist zwar irgendwie witzig anzugucken, aber in der... in dem, was es schlussendlich ist und was für Probleme das verursacht, gefällt mir das gar nicht. So, aber Windarmreif. Richtet Windschaden an. Ich hatte jetzt eigentlich mehr darauf gehofft, dass da sowas stehen würde wie erhöht Geschick. Ja, ich weiß, vielleicht ein dummer Gedanke, aber schön wäre es gewesen. Na gut. Wir können weiter darum krebsen. Ja, dann kommen wir hier in eine Sackgasse. Natürlich ist da nochmal ein Banditengeist. Ah, man. All das, was ich nicht will, auf einem Haufen vereinen. Schön. Zugegeben ist jetzt halt die einfache Variante, sind
nur diese paar Planetengeister hier, aber trotzdem definitiv etwas, was ich gerade einfach gar nicht sehen will. Trotzdem ist es da. Also was soll ich dazu sagen, ne? Da kann es sein, dass ich ihn überladen hat und er deswegen wieder komplett von Null angefangen hat und deswegen zum Schrottmeier gemacht hat und zuerst dran war. Ich glaube ja. Ich glaube, die Antwort darauf ist tatsächlich ja. Fügt einziehen. Ja, wenn sie mal stehen würden, wie ich es gerne hätte, dann würden sie auch allen 10 Erdschaden tun. Aber in dem Fall nein. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber danke für den Versuch, Spiel. Mir den Angriff schmackhafter zu machen. So, Niedermähen, das macht, glaube ich, die anderen beiden da Platz, ja. Da ist nur noch der Große da stehen, den können wir wieder umknüppeln einfach, der ist bald erledigt. Na, so könnten die Kämpfe ja hin und wieder auch mal einfach laufen. Tun sie nicht, ich weiß, aber schön wär's. Ich hoffe, dieses Gebirge hat keinen Boss, aber ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Gebirge auch einen Boss haben wird. Ich habe langsam nämlich schon genug von diesem Gebirge gesehen, das ist nicht jetzt. Es ist wieder so einer dieser Dungeons, wo ich mir denke, ja, okay, relativ viele Parts jetzt darauf verwendet, hier sehr, sehr lange in der Gegend rumzurennen. Ohne, dass ich irgendwo mal hinkomme. Das ist das Problem dabei. Aber das könnt ihr ja auch vielleicht anders sehen. Ich denke mir halt nur wirklich, ja, ist viel Trubel um nichts hier. Maximal MP erhöht um 25%. Das Gute daran ist, wenn ich hier tatsächlich überlevelt sein sollte, könnte ich auch die Barriere aktivieren wieder und einfach in Gegner reinrennen. Das ist halt eine Möglichkeit, aber die habe ich auch nur, wenn ich wieder mein Team komplett umbaue. Aber in der Theorie wäre das eine Möglichkeit, das geht. Also bin ich einfach froh, wenn wir hier gleich mal irgendwann irgendwo ankommen. Naja, mal ein Ende zu sehen ist. Da kam ich nicht hoch. Ich glaube, dann hatte ich tatsächlich alle Wege, weil ich das da im Kopf hatte, aber da komme ich ja gar nicht hoch. Jetzt kommt diese komische Einsiedlerkrabbe-Nummer wieder. Ja, genau. Mit dem Geist. Ja, ja, das ist mir auch egal. Hier jetzt nach links und dann ist alles wieder neu. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich mag diesen Dungeon gerade überhaupt nicht mehr. Sieht ja schön aus und so, aber das war's dann wieder. Und diese Nebelgänger, bei denen ich dann auf einmal nichts mehr sehe, das gefällt mir auch nicht. Das ist irgendwas Grünes, irgendwas hat mich entdeckt, was Nebelgänger wieder ist. Und Nebelgänger. Mag ich gar nicht. Ah ja, man kann natürlich auch noch mit nervigen Gegnern ankommen. Alle überleben es gut, nur klug, die kriegt da wieder einen auf. Ich bin verwirrt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, die das mit großer Wasserschaden macht man. Sah ja jetzt nett aus, aber das war's. Ja, von mir ist auch das da. Danke sehr. Totale Verschwendung davon, ich weiß, aber es ging schneller. Kann ich wieder was sehen? Ja, so halb, ne? Ja, doch, ich kann was sehen. Gut, also. Eine Truhe. Ein Blau, ein Abgrund, über den ich jetzt einfach gesprungen bin. Super. Das heißt, ich muss hier wieder einmal im Kreis rum. Nochmal so ein blöder Geist, nochmal so eine blöde Krabbe. Und die sind, glaube ich, der Weg nach draußen. Oder sieht so aus, als wäre das mehr oder weniger der Weg nach draußen. Und da der Nebelgänger, der gerade genervt hat. Okay. Okay. Vor allen Dingen, warum mache ich mir überhaupt die Mühe, zu versuchen zu treffen vorher, wenn sie sowieso alle vorkommen.
Ja, ich bin so ein bisschen. Es frustriert so ein ganz kleines bisschen. Ich mir denke, verdammt nochmal, geht weg. Funktioniert teilweise, wie man sieht. Aber es sind auch all diese ganzen Kampf-Items, die ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die kaufen kann. Ich glaube nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Also, dass die später mal da waren. Aber eigentlich muss man sich ja gerade Kinder vorstellen, die da mal eben so ein paar, je nachdem wie man sieht, doch recht teure Edelsteine durch die Gegend wirft. Ja, freu dich, Fuß weg. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen verstörend, so ein ganz kleines bisschen. Da ist ein Geist, da kam ich sonst nicht rum. Da ist wieder so eine Motte. Okay. Also ja, der Weg zu diesem einen Geist ist der eigentliche Weg vorwärts. Boah, was bin ich froh, wenn ich hier raus bin. Ich glaube wirklich, ich sollte mal eine Level-Session einlegen, um möglichst viele Fähigkeiten zu lernen. Ich glaube, das ist langsam das Einzige, was ich wirklich machen kann. Diese Kämpfe sind in der Kombination recht nervig. Und wirklich verhindern kann ich das halt nur, indem ich hinterher halt ankomme mit, naja, mehr magischen Fähigkeiten eigentlich. Das ist das Einzige, was ich großartig machen kann. Naja, nichtsdestotrotz ist es schön, dieses ganze diese ganzen Effekte mal zu sehen, wie welcher Gegner auf was mit anderen Gegnern reagiert, das ist schon ganz nett. Aber ihr seht ja, wie oft ich drankomme in diesem Spiel. Oh mein Gott, ich weiß. Weck mich, wenn es weitergeht. Okay, schlafen, wieder wach. Sehr gut. Nicht schlafen will. Oh. Klug pennt, ist das auch furchtbar nervig. Fügt einer Reihe mäßigen Schaden zu. Ja, hier, Dornrang. In der Tat, das ist mäßiger Schaden, aber es ist Schaden. Mittlerer Feuerschaden, ja, warum nicht? Ich hätte eigentlich gehofft, dass alle Motten drauf gehen würden, aber so geht's auch. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass logischerweise durch meine Mithilfe schon mal die Krabben alle tot sind. Jetzt fängt der Geist nämlich wieder an, uns zu bearbeiten. Der Mehrfachschlag ist witzigerweise dabei noch seine fast schwächste Technik, die er dafür einsetzt. Dass er mich allerdings attackiert, gefällt mir halt gar nicht. Wenn es an mir geht, würde er das bitte sein lassen, aber das geht ja meistens nicht nach mir. Das war zu viel. Mehr Schwert des Glanzes. Und wenn hinterher die Motte getroffen wird und unempfindlich, dafür ist mir auch egal. Das magische Schwert davon eigentlich betroffen, wenn ich still bin? Ich weiß es nicht. Eine Betäubung wäre schön gewesen, na gut. Schlaf geht auch absolut nicht weg, ne? Das ist echt bösartig. Es gibt nicht viele Spiele, wo ich sagen würde, dass unter anderem Schlaf eine der schlimmsten Zustandsveränderungen sind, aber das kriegt das Spiel gerade gut hin. Ich fürchte wirklich Schlaf. Wenn diese Motten da sind und mein Charakter da meint, okay, ich mach mal erstmal eine Siesta, das ist echt nicht nett. Echt nicht nett. Na gut. Cutscene? Oder Boss? Da war aber keine Bossmusik. Also Cutscene. Oh, ich bin einfach draußen. Okay. Ausgezeichnet. Ich lebe noch. Das ist das schönste Geschenk, was ich haben kann. Einfach noch leben.
Okay. Wo ist denn hier der Eingang? Ist das der Eingang? Das ist der Eingang. Zu klein! Es tut mir leid, aber... Könnte man ja kaum sehen. Vater! Okay. Sieht ja nicht gut aus. Trotzdem bin ich jetzt mal froh, dass ich aus diesem blöden Wald raus bin. Das ist eigentlich das Größte. Also, naja. Tod und Verderben. Aber mal das beiseite, wenigstens bin ich aus diesem dämlichen Berg raus. Interessant allerdings, dass wir auch jetzt erst wieder im Heimatdorf angekommen sind, wenn man jetzt recht drüber nachdenkt. Die meisten RPGs starten eben im Startdorf und dann guckt man immer von da aus weiter. Diesmal mussten wir erstmal wieder hierhin finden. Naja, ja, ein bisschen kann ich ja noch machen. Frage ist, wo genau ich hingehen soll, aber das ist halt wieder so eine Fragestellung, ne? Das findet man alles so langsam heraus. Habe ich jetzt gerade einfach eine zerstückelte, kaputte Trittleiterwegbrücke angeguckt? Privathaus, ja, nicht mehr lange. Nicht, wenn ich mit dir fertig bin, Haus, dann bist du nicht mehr privat. Meint viel anzugucken, wie immer. Kaum Fortschritte, wenn ich mich mal irgendwo hinbewege. Aber macht ja nichts. Na, Geschichte. Endlich kehrte er heim, doch als er das sah, stöhnte er mit einer Spur von Verachtung, sieh sich einer dieses Dorf an. Nichts hat sich in den Jahren geändert. Früher war er ein armer Hirtenjunge gewesen, doch er hatte sich genau überlegt, was er als Zauberer alles würde tun können. So zog er aus, um seinen Traum zu verwirklichen. Und kehrte er zu seinem Dorf zurück, das immer noch still und idyllisch da lag. Und die Menschen ignorierten ihn. Böse Menschen. Steinfrei. Untersuch sie zwei Vasen. Auch sehr schön. Das Hemd sieht so ein bisschen aus, als wäre da zu viel Stärke verwendet worden. Das ist sehr starr. Ich hoffe mal, damit wurde nichts anderes gemacht. Ich weiß es aber nicht. Tja. Ah, ein Menschending. Hi. Hust, hust. Krepp. Endloses Herbeirufen. Echt jetzt. Das Wort endlos gefällt mir nicht. Und dann kommt er mir hier noch mit so Sachen wie Feuer 2. Ja, super. Ich glaube, das hätte mich sehr stutzig machen sollen, als da gerade stand, dass er einen Speicherpunkt macht. Oh man. Einfach alles werfen, was ich habe hier, bitte sehr. Ich glaube, das trifft ihn nicht, aber das ist egal. Auch hier wieder das große Problem ist, ich muss ja eigentlich ihn verprügeln, aber wenn der immer einen Angriff macht und sich dann wieder verteidigt, habe ich relativ schnell das Nachsehen. Das einzige Positive ist, dass er nicht wirklich stark ist, wie es aussieht.
Ja, und auch hier, nur weil ich weiß, dass Erde ganz gut funktionierte, einfach nochmal Erde raushauen da. Hat er sogar noch einen Schutz dagegen, ich glaub's ja wohl. Mit den zum Knüppel holt er neue Leute, oder nicht? Oder ist die Technik aus irgendeinem Grund einfach endloses Herbeirufen? Weil es nicht mehr Herbeirufen. Toll. Oh man. Ein Skelett-Anführer. Finde ich sehr nervig. Ich hoffe, da kommt gleich irgendwo der Punkt, an dem das Monster seine Abwehrlichkeit verstärken kann, aber wer weiß das schon so genau. Haha. Es ist schön, wenn das Schwert des Lanzes diese Instant-Kills hinlegt. Doch ja, kann ich nicht abstreiten. Das hat immer was. Kann ich anders. Super. Oh, er hat mal seine Verteidigung geöffnet, warum auch immer. Und jetzt macht er halt gut Schaden wieder und dann stehe ich wieder blöd da. Cool. Obwohl, ne, er hat seine Verteidigung einfach auf. Warum auch immer. Also eigentlich könnte ich wahrscheinlich jetzt angreifen. Aber ich bin halt damit beschäftigt, erstmal Leute zu grillen. Was ich definitiv machen sollte, ist einmal C4 sprechen. Könnte ich zwar auch laden, aber bevor ich lade und von seinem nächsten Angriff umgebracht werde, je nachdem was er macht. Ja. Das hätte Manomaru nämlich... Jetzt hat er sich wieder verteidigt, ich glaub's ja wohl. Das hätte ihn aus den Latschen kippen lassen, denke ich mal. Ja, Mann. Ich weiß nicht mal, ob das wieder das Richtige ist, was ich hier mache. Also, der nervt. Aber das wisst ihr auch, das merkt ihr. Verteidigung wieder erhöht, natürlich. Ist ja überhaupt nicht nervig. Überhaupt nicht nervig. Ach ja. Das habe ich davon, dass ich gedacht habe, okay, weil wir den dritten Part in der Höhle verbracht haben, nimmst du mal ein bisschen weiter auf. Und schon lande ich wieder in deinem Bosskampf. Was lerne ich jetzt aus diesem Versuch mit Feuer 2? Ich kann theoretisch mit Feuer 2 angreifen. Letzte Beschwörung. So nennen sie dann das erste Ding endlose Beschwörung. Kann man doch nicht machen. Warum kann man das nicht machen? Weil das Angst macht. Naja, das war jetzt nicht wirklich großer Schaden, so wie ich das jetzt dem Text nach erwartet hätte, aber okay, danke für den Versuch. Habe ich jetzt den Job? Nein, wir melden uns. Oh Mann. Ich meine, okay, fein, dann ist das hier größtenteils ein Kampf ums Überleben im Großen und Ganzen, aber es ist nicht wirklich wie angenehmer, dass ich das jetzt weiß. Vielleicht sogar im Gegenteil, es ist einfach nur wirklich gruselig und verstörend.
Hätte irgendwie erwartet, dass sie Manomaru jetzt gerade schon umbringen, aber nein, er lebt noch. Noch lebt er. Sehr gut. Komm schon, Shu, du kannst es. Bring noch eins das Skelett um. Jawoll. Naja, Manomaru, der ist halt so da. Sturm. Das finde ich nicht gut, das hast du vorher nicht eingesetzt. Ja, alles klar. Oh Mann. Ich hoffe, das kann er nicht jetzt jede Runde, weil dann bin ich so am Arsch. Entschuldige mich für meine Ausdrücke, aber meine Herren. Kommt ihr mir auf einmal mit sowas da an? Auf einmal kann er so ein, ich hab mal eben alle Elemente. Das geht auf Klug, die wird auch sterben, aber. Dafür habe ich ja die ganzen Krallen gekauft, ne? Weil ich weiß, dass sowas fehlt. Natürlich kommt er jetzt zweimal dran, was totalen Sinn macht. Ja, ich weiß, ich bin mich gerade wieder mega am Beschweren, aber meine Güte. Manchmal raff ich halt diese Anzeige doch. Wenn der Gegner immer zweimal dran kommt, dann kommt er immer zweimal dran. Okay, keine Frage, aber wenn das nicht da oben so angezeigt wird, dann ist das auch nicht so. So. Jedenfalls beschwört halt nichts mehr, was jetzt irgendwie angesichts der Tatsache, dass er diese komische Sturmfähigkeit hat, irgendwie für mich komplett irrelevant ist, weil das megamäßig wehtat. Aber gut, okay, er beschwört nichts mehr. Und ich hoffe wirklich, er kann diesen Sturm nur einmal machen. Na gut, man sieht, er kommt schnell wieder dran. Okay, fein, aber trotzdem. Furchtbar unnötig. Was ist das denn? Oh, nee, doch nicht. Der kommt aber auch wirklich auf Zwang. Wenn er dann keinen Bock mehr hat, dann lässt das. Aber jetzt kommt er wirklich auf Zwang. Bitte einmal wieder C4 hier. Passt schon so. Ja, ich werde definitiv nach diesem Kampf, vielleicht Geschehnissen, die danach kommen, ich weiß ja nicht, was hier passiert, aber ich werde gucken müssen, dass ich ein bisschen die Fähigkeit trainiere. Ja, das ist gerade hier, das zeigt nur mal wieder auf, dass ich nicht genug bin, um im Hardmodus unbedingt klar zu kommen, obwohl es ich hab's mir gedacht, dass das immer noch geht. Ah nein. Nicht schon wieder. Das war natürlich keine einzigartige Fähigkeit, die er einmal einsetzen darf. Wow. Könntest du bitte sterben? Ist das eine Option? Ja, wahrscheinlich nicht. Ist aber immer so ein Notflicken irgendwie so. Hier hast du total tollen Zauberkristall. Was da nichts bringt, wenn er sowas macht, aber. Wahrscheinlich wäre er jetzt nach Jiro drangekommen, hat Jiro umgebracht und direkt wieder dran macht Wasser. Läuft. Kann ich nur froh sein, dass das halt nicht wirklich viel Schaden macht. Jiro wieder da, der darf ein C4 machen. Kann er von mir aus auch nach dem Gegner machen. Ist mir jetzt ziemlich egal. Oh mein Gott, ich werde fertig werden mit diesem Kerl. Der macht mich wahnsinnig. Ich bin ja froh, dass die Skelette nicht viel gemacht haben. Die hätten ja auch große Probleme machen können. Aber meine Herren, ist das ein Mistvieh. Das ist noch nett ausgerückt. Ging schon arg an die Ressourcen. Ich möchte jetzt eine Erklärung haben, was das war. Aber die holen wir uns dann beim nächsten Mal.
Das werde ich jetzt erstmal speichern, weil das will ich nicht nochmal erleben. Ich hoffe mal, hier sind auch nicht 50.000 von diesen unterwegs. Und dass da einfach die Story weitergeht. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immerhin war es nicht mehr nur das Gebirge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.